Gibt's Gronk? So, jetzt wird niemand mich jemals unterschätzen. Hallo Leute, habt ihr hi. Na? Willkommen zu Pokémon Heart Gold. Von mir, Doki. Hust. Ne? Okay. Oh Mann, ey. Gut. Wir, Hardcore und so, Battle. Bam, badam, bam. Wagen mal. Wie hab ich denn nochmal gesprochen? Behindert? Ich weiß es nicht. Stimmt es eigentlich, dass Team Rocket jetzt wieder da ist? Was? Du hast diesen Wander eigenhändig aufgehalten, sagst du? Also, erzähl mir keine mehr. Ich hab gerade meinen Bildschirm angerotzt. Erzähl mir keine mehr, wenn das wirklich stimmt, dann kannst du mir ja bestimmt eine Kostprobe deiner Fähigkeiten geben. Okay. Mach ich gern. Mach ich gerne. Bam, 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 badam, bam. Nebulak, das ist doch krass. Ich liebe Gengar später, yeah. Wow. Groll ist fehlgeschlagen hier. Das ist ja kein Wunder. Wenn wir noch keine Attacke eingesetzt haben. Hör doch auf! Hör doch auf! Bam, bam, bam. Oh, wow, ich kann nicht fliehen. Krass, hätte ich jetzt auch nicht gewollt. Wir wollen ja hier Voldilam trainieren, ne? Das ist ja unser Plan. Level 15 schon mal? Das ist nice. Tyrakrok. Easy wird das. Ja, das Gefühl, mein Mikrofon ist ein bisschen laut eingestellt. Ich hatte gerade irgendwie ein bisschen Angst, dass ich gerade übersteuert habe. Aber. Ich hoffe, das ist nicht der Fall, Leute. Bam, bam, das war ziemlich viel Schaden. Bam, bam, bam. 17 Schaden war das gerade. Nochmal Grimasse, okay. Was ist los mit dir? Also, warum? Jetzt mal im Ernst. Why? Why are you doing this? That's not great. At all. Wir sind ein ganzes Level aufgekommen. Lol. Und noch ein Zubat, auch easy. Ich habe ja gesagt, wir machen das Ganze hier mit Voltilam. Obwohl ich hätte erwartet, dass er. Oder gewusst, dass er einen Nebulak hat. Dann hätte ich tatsächlich Zubat an Anfang gesetzt. Wegen Biss. Und damit Zubat ein bisschen trainiert würden. Das. Zubat hier ist halt 5000 Lichtjahre schneller als ich. Weil Grimasse zweimal zugeschlagen hat. Aber wir one-shotten es, weil es ein Volltreffer ist. Okay, ich habe nichts gesagt, das ist okay. Bei der Bam, Bam. Hast du dir gerade in die Hose gemacht? Wollt ihr damit wirklich? Wow. Ich stand gerade total auf dem Schlauch, Leute. Ich stand gerade komplett auf dem Schlauch. Holy shit. Wir haben ein Vati. Cool. Ist echt cool. Vati ist eigentlich nice. Oh, wie süß es aussieht auf die Ohrwinden. Oh mein Gott. Ach, kann Schwächlinge einfach nicht ausstehen. Das gilt nicht nur für die Pokémon, sondern auch für ihre Trainer. Hier fahren sollten mir eindeutig so viele Schwächlinge in die Gegend. Die Blocken ist genauso schlimm. Nicht einer von dieser Bande hat was auf dem Kasten. Die Leute von Team Rocket halten sich bloß für Größten, wenn die Zahl ihrer Mitglieder zu hoch ist. Aber wir machen mir nichts vor.
werde ich jeden, wenn ich mir den Weg schnell eine Lektion erteile, genau für dir. Hab ich nicht gerade dich besiegt? So. Hi. Nein, was mache ich jetzt? Mein Boss wird sicher wütend auf mich sein. Ja, Porenta ist weggelaufen und so. Kannst du die irgendwie einfangen? Weil ich bin hier irgendwie festgeklebt. Eigentlich habe ich Kacke in der Hose und will einfach nicht laufen. Aber ist egal. Das war einfacher als erwartet. Okay. Easy peasy. Ich hab mich von hinten angeschlichen. Ach so, es gibt ja noch einen Porenta hier, ne? Stimmt. Nice. Ja, das ist krass tight. Einmal wegscheuchen. Jetzt noch da klicke. Dann renne. Okay. Lauf mal nach oben, bitte. Ah, es hat mich gehört. Okay, sehr geil. Ja. Really? So, jetzt aber. Renn! Ist von hinten angeschlichen. Ich kam von hinten. Ah. Lecker. Kaffee. Ja, Mann, ich hab deine Porenta gefangen, ey. Voll geil, ne? Ja, hier, oh, wow, danke. Ich hab Vorwurf 1 bekommen, das hätte ich jetzt nicht erwartet von dir, Mensch. Das ist lieb von dir. So, jetzt hätte ich gerne, jetzt gehe ich nochmal zurück, weil jetzt bekomme ich von dem Dude bestimmt Holzkohle. Ich will Holzkohle. Please. Ich gar nicht be- ah, ha, ha, ha. Nice. Das ist wirklich geil. Also, das erfreut meine Nippel schon ein bisschen mit Härte. Geben. Igelava. So, ich bin gerade am überlegen. Ich werde den ganzen Vertanierwald, nee, das ist nicht Vertanierwald, den ganzen Wald vorspulen für euch. Setze ich Schutz ein oder nehme ich das gleichzeitig als kleines Level-Dings? Ich glaube, ich lasse Schutz erstmal deaktiviert, bis es mir zu nervig wird. Aber ja. Ich würde sagen, vorspulen. Ab. Okay, das erste Pokémon Star, das wird mir jetzt schon halt viel zu nervig. Nice. Ich habe ein ganz großes Problem, Leute. Ich weiß immer nicht, was ich während der Vorspulzeit erzählen soll. So, weil ich nicht weiß, wie lang das Vorspulen ist oder wie kurz. Und ich dadurch halt nie weiß, ja, bringt es jetzt was, so und so viele zu erzählen oder ist es dumm? Und manchmal habe ich dann zwischen bei dem Vorspulen so ein paar Pausen, wo nichts gesagt wird, weil ich sonst nicht genug Platz hätte. So, von dem Dude, der Dude bringt einem Pokémon von uns Kopfnuss bei. Leute, ein Ei schlüpft. Nice, nice. Togepi. Yay. Oh, Lind ruft an. Nein. Ah, so, ja, das ist Eis, fett und flint, mach es und besuchen. Eis. Krass, jetzt seine eigene Animation bekommen. Hi. Schüttel Bäume. Ja, bring's mir mal bei. Kann Vati oder Igelava? Vati, Igelava, Vati, ja. Vati. Komm. Anstatt Heuler. Theoretisch könnten wir uns hier jetzt, glaube ich, einen Scaraborn holen. Und Scaraborn wäre schon ein geiles Pokémon, aber ich habe irgendwie keinen Bock drauf. Kimono, Kimono, nee, Kimono, Kimono. Mein Gewand. Sag mir. Was? Was sagt ihr da? Ich wollte mich schon einmal gesehen haben. In Viola City. Gewiss täuscht ihr euch. Aber werdet ihr unter Umständen so freundlich, meiner Wenigkeit den Weg aus diesem Wald zu weisen? Ja? Du machst mir Angst, deswegen sag ich mal ja. Seid ihr euch sicher?
Aber ihr irrt doch selbst nur durch diesen Wald. Kennt ihr wirklich den Weg? Sieh an, möchtest du mir vielleicht den Weg nach draußen zeigen? Was für ein kluges Pokémon. Ich geh schon mal vor. Okay, Alter, was? Diese Dudes sind Pokémon, ne? Alle Charaktere in Pokémon sind alle so ein bisschen komisch. What the fuck? Ich streame ja momentan wieder ziemlich häufig, Leute. Fast jeden Tag, tatsächlich. Das heißt auch übrigens, falls mal irgendwie nicht alle zwei Tage oder so oder ne, ein Video kommt, war ja momentan dreimal die Woche, lade ich ein Video hoch. Falls da irgendwie mal kein Video kommt oder so, liegt es daran, dass ich halt streame und keine Zeit gefunden habe, irgendwas aufzunehmen und zu schneiden, weil das halt echt schon Zeit frisst. Und ich stream schon fast täglich mittlerweile wieder momentan. Und wir spielen gerade Lufia, Lufia 2. Habe ich ja schon einmal Let's Played. Falls ihr nochmal Bock habt, das zu sehen. Momentan sind wir bei der Ahnenhöhle und machen da ein paar Versuche. Gestern einen gemacht und habt ihr verkackt. Mach heute wieder einen. Das heißt, wenn ihr das Video seht, dürfte ich wahrscheinlich gerade im Stream sein. Scheut euch nicht, vorbeizuschauen. twitch.tv/trudoki oder in die Videobeschreibung gucken. Da ist mein Twitch-Kanal verlinkt. Ich bin auch Affiliate. Das heißt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr subscriben. Wenn ihr zum Beispiel noch einen übrigen Twitch Prime Sub habt oder so, könnt ihr den gerne da lassen. Ja, ihr könnt gerne den Twitch Prime Sub da lassen oder einen normalen Sub. Momentan, es gibt leider nur einen Emote, so wirklich, was ihr bekommen könnt. Das ist ein Lull-Emote. Oder statt einfach nur so vorbeilassen, voll oder. Oder nur Donation oder was auch immer. Ist es euch freigestellt, was ihr da macht? Könnt auch nur zuschauen. Ich freue mich über jegliche Aktivität, sag ich mal. Schön im Chat schreiben, das ist immer schön. Das ist das Einzige, was ich mir wirklich wünsche. Dass Leute dann im Chat schreiben, wenn sie da sind. Damit ich, ja, mehr Interaktionen im Stream habe. So, das ist immer viel, viel cooler. Macht für den Streamer dann auch viel mehr Spaß. Wenn man sieht, okay, Leute schreiben im Chat. Sind da aktiv, dann kann man sich mit denen ein bisschen, während man zockt, unterhalten. Das ist ja immer was anderes, als wenn man jetzt gerade Let's Play oder so ein Let's Play aufnimmt. Weil man beim Let's Play aufnehmen eine halbe Stunde oder so am Stück labert und dann vielleicht am nächsten Tag nochmal was aufnimmt und in der Zeit passiert etwas, worüber man vielleicht reden kann. Aber bei einem Stream ist es ja nicht so. Da nimmst du ja, da streamst du ja drei Stunden am Stück oder so. Und dann hast du nicht alle drei Stunden durchgehend irgendwas zu reden. Außer du hast halt Interaktion mit dem Chat. Was halt echt gut ist. Opa! Lyra. Ich würde dir jemand vorstellen, das ist Doki, das ist ein Trainer, er hat ein großes Talent, natürlich viel besser. Komm mit Doki. Okay. Oma, ich möchte dir gerne meinen Freund Doki vorstellen. Oha, meine Enkelin hat sich also einen Burschen geangelt. Okay. Wir sind nur Nachbarn, Oma. Er hat zu kleinen Penis. Was? Ich meine, fast hätte ich vergessen. Ich meine, Doki, hier ist es Pension und du kannst Pokémon so abgeben. Hier, meine Handynummer. So, wir können ja irgendwann mal essen gehen. Bitte nicht. Ruf mich nicht an, okay? Danke. Danke. Ich will nicht. Der ist ja wirklich klein. Ja, okay. Von euch kann ich mir auch die Telefonnummer holen. Jetzt kann ich mal ja oder nein klicken, lol. Anton ist noch... Ist Anton schon Psycho oder ist Anton nur Wasser? Wenn jetzt ist es egal, weil ich mit zwei Flügelschlägen fast besiege. Oder ich denke sogar besiege. Mann, nein, ich will nicht deine Nummer haben. Geh weg. Geh weg jetzt. Arschloch. Ah, wer kennt's? Bitte. Irgendwer? Danke, Schwester Joy. Das ist super lieb von dir. Wie du meine Pokémon anfällst und sie heilst, das ist einfach ein Talent. Das wurde ihnen in die Wiege gelegt. Oh, das ist ganz aufregend. Tschüss. So, wir machen noch eine kurze Shopping-Tour, würde ich sagen. Also ich quatsche hier nicht mit jedem, ich gucke immer nur beim Shop nach, was es hier so gibt. Los für 300 Poke? Nee. Okay, ich will ein Los kaufen. Zweiter Preis. Krieg Finsterball. Was gibt's bei dir? Schutzschild. Das dürfte Hyperstrahl sein. Donner. Fokusstoß oder so. Solarstrahl. Feuersturm und Blizzard, ne? Brauche ich jedenfalls alles nicht. Yo! Was ist denn jetzt los? Glitch. Ach, hier sind die Proteine und so, okay.
Aha. Ich sehe wieder normal aus. Hat die ganze X-Kacke. Hier ist der wichtige Shit. Kommen wir davon ein paar. Es gibt hier sogar Topschutz schon. Ich hab noch nicht genug Geld. Fuck. So, und hier gibt's doch noch ein paar Items, oder nicht? Ah! Ist ja cool. Das ist halt richtig cool. Lol. Aber nichts unbedingt krasses gefunden, leider. Manu. So, und jetzt snacke ich mir noch schnell ein Radiomodul, das gab's ja, ne? Bist du Bianca? Ja. Hallo, ich heiße Bianca. Ihr läuft zum Quiz und ich verliere immer. Okay. So, ja, ich will. Kann ein Pokémon kommen? Ja, kannst die Karte zeigen. Nidoran, Rina immer weiblich, ja. Kurt, der Aprikorken. Nein. Garpador kann keine TM-Attacken erlernen. Ist das richtig? Ja. Es ist richtig. Eis Pokémon Toys sind Marianne. Fuck. Ich meine, ich habe ja kein Radiomodul. Wer soll ich das denn wissen? Ja. Ja. Nein. Ja. Nein. Das war Gott richtig. Glückwunsch. Yeah. Ich hab's 1 Radiomodul. Wenn ich das höre, weil ich mich so sicher verbringen kann. Ich muss zurück. Und noch ein Fahrrad, Fahrrad. Ich will ein Fahrrad, Fahrrad. Hier ein Fahrrad. Danke. Wenn ich interpretieren kann oder wenn ich einfach labern kann, was ich will bei sowas, dann kommt da nur Scheiße bei raus, Leute. Gut, wir beenden jetzt in den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wir beenden den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein! Bims der Größte.